Also, liebe Zuschauer, es ist wirklich ein Träumchen, bei diesem Spiel mit dabei zu sein. Ich habe große Erwartungen an diese. Wenn diese beiden Mannschaften gegeneinander spielen, dann weiß man, das hat absolutes Top-Niveau. Wir dürfen sicher sein, wir erleben hier heute Fußball auf ganz hohem Niveau. Und wenn sich die beiden Teams neutralisieren sollten, dann geschieht das mit Sicherheit auf einem Level, von dem wir sagen, ja, das ist mit das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Alles ist angerichtet. Was denkst du, Hansi? Wer wird hier das Heft in die Hand nehmen? Manchmal habe ich bei Thomas Müller den Eindruck, er weiß selbst nicht so richtig, was er als Nächstes macht. Und das macht ihn dann natürlich wiederum völlig unberechenbar für jeden Gegenspieler. Er hält drauf! Guter Pass und eine großartige Chance. Wo ist die Passlücke? Es gibt keine Passlücke, also lupft er den Ball zu seinem Mitspieler. Aber der macht ihn nicht rein. Ah, das ist die kurze Variante. Mikel Merino. Pedri. Und jetzt Rodri. Mikel Merino. Das ist klassischer Rick Morata. Er legt ihn zurück. Und er ist zur Stelle. Wird's. Und jetzt kann er den Konter einleiten. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Einfach mal nach vorne gedroschen. Schlotterbeck. Hatte nicht lange gedauert, bis sie den Ball zurückerobern. Sané. Hier ist Morata. Ab auf die linke Seite. Er kann sich die Ecke aussuchen. Morata. Ganz schwer für ihn. Der Gegner macht alles richtig. Er kommt nicht zum Abschluss. Henrichs. Ein schwacher Pass. Carvajal. Wird's. Das nennt man effektives Passspiel. Er nutzt die komplette Breite des Spielfelds. Die Hereingabe kommt. Thomas Müller, das könnte was werden. Klasse Parade. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Der ist noch gefährlich. Jetzt könnten sie schnell umschalten. Da wird aus einer Ecke, also eigentlich einem Vorteil, plötzlich ein Nachteil für die eigene Mannschaft. Da ist der lange Pass, aber der wird nicht ankommen. Kimmich. Gündogan. Auf die Seite verlagert. Müller. Kimmich. Und jetzt Leroy Sané. Er nutzt die komplette Breite des Spielfelds. Da ist die Chance. Und na klar, noch ein Pass. Gündogan.
Und der Assistent hat die Abseitsstellung gesehen. Jetzt geht es Schlag auf Schlag, gutes Passspiel. Und er zieht ab. Das wird nichts, weit vorbei. Die Gegenspieler setzen ihm richtig zu, große Bedrängnis. Ihm völlig egal, er kommt trotzdem zum Abschluss, hat er stark gemacht, auch wenn der Ball nicht reingeht. Ziemlich variabel das Ganze. Viel Bewegung in vorderster Reihe. Die zentralen Offensivleute bewegen sich raus auf die Flanken. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, so ganz gefällt dir das nicht. Ja, ich war noch nie ein großer Fan dieser Strategie, Stürmer nach draußen zu ziehen, die eigentlich in die Mitte gehören. Die fehlen dann als Anspielstation. Und dieses Vakuum, da wo die Tore eigentlich erzielt werden, kann dem Angriffsspiel nicht gut tun. Das Team versucht mit Kombinationen da durchzukommen. Perfekte Spielübersicht. Den Ball gut verlagert auf rechts. Rodri. Morata mit der Chance. Morata. Und wieder nichts. Wahnsinn. Das ist wirklich ansehnlicher Angriffsfußball. Aber der Abschluss, der stimmt einfach nicht. Wirtz. Der kommt richtig lang. Der pumpt ihn einfach hinten raus. Wirtz. Da ist die Sané. Da hat nicht wirklich viel gefehlt. Den hat er verzogen. Wirklich Pech gehabt in dieser Situation. Rüdiger. Hansi, ist dir in diesen ersten Minuten schon was aufgefallen? Das ist offensichtlich die Vorgabe beider Trainer, zunächst mal sicher in diese Partie kommen. Schwierige Situation. Er steht mit dem Rücken zum Tor. Kein Vorwurf an ihn. Und rüber auf die andere Seite. Weltklasse-Technik. Pedri. Beide Teams engagiert, das kann man ihnen nicht absprechen. Allerdings ohne sich mit einem Tor zu belohnen. Also ein Torschussfestival ist das hier zumindest nicht. Ich habe gerade mal 3 Abschlüsse gezählt. Er versucht es einfach mal. Dafür bekommt er den Einwurf.